Sarah Macht wird dir präsentiert von digisol.ch, der Webagentur für innovatives Webdesign, und Gradwohl Automobil in Esselbach, der starke Partner für Kia. Wir glätten keine Nasentücher, wir glätten eine Hose. Ich habe noch nie im Leben ein Nasentücher glätten. Ja gut, aber Hosen auch nicht. Hallo zusammen, wer tut schon gerne Wäsche und glätten? Ganz schlimm sind ja Hömmli, oder? Wer hat schon Zeit für das? Und gewisse Leute, meistens ja Männer, die bringen sogar noch mit über 30 ihre dreckigen Kleider heim zum Mami, zum Waschen und Glätten. Aber meine Lieben, es gibt doch auch noch eine andere Lösung. Textilreinigungen. Guten Tag miteinander, mein Name ist Andreas Köller. Wir sind hier in der Textilreinigung Alles Rein in Kirchberg. Und wir haben jetzt Zara als Textilpflegerin da und ihre Aufgabe ist, hier Hemli zu glätten und sie darf dann nachher in die Schweiz kommen. Ja, zum Glück bin ich heute in der Textilreinigung und kann nämlich so viel Wäsche. Hoppla, ich habe gedacht, ich bringe halt meine ganze Wäsche mit vom letzten Jahr. Super. Wenn das okay ist. Jetzt nehmen wir hier mal Hemli auseinander und sortieren die, ja, sortieren, weil wir mit diesen Maschine tun wir 40 Grad waschen und 60 Grad waschen. Die kannst du auch da hinein tun. Das kannst du auch, ja. Jetzt habe ich es aber falsch gemacht. Und wie viel kommen jetzt da rein? 40 Stück. Eins, zwei, drei. Es gibt einfach nichts Schöneres als arbeiten. Noch schöner ist zuschauen, wie andere arbeiten. Jetzt stellen wir hier das Programm einstellen. Programm 6 ist für 40 Grad gut. Das ist schon drin? Du musst auf das 3, weil das ist 60 Grad. Das geht runter. Gut, und jetzt gehen wir Seife holen, weil Seife brauchen wir auch noch für das Waschen. Da musst du von dem 200 Gramm nehmen. 200? Genau, 200. Wir müssen ja sparen. Wir müssen sparen? Müssen wir das? Ja. Okay. Jetzt tun wir das oben rein. Du bist fast ich mach klein. Ich mach gar nicht auf. Wir hätten sonst noch Stühle, aber in der Regel muss es so nicht gehen. Also kommen wir jetzt um einen Hemmli glätten. Jetzt Start. Start. Kann ich gerade drücken? Start. Jawohl. Wasser ist zum Waschen da. Fallerie und Fallera. So, jetzt fangen wir an zu bügeln. Wolltest du gerade ein Hemmli annehmen? Ja. Her, das übernehmen. Gut. Hallo. So, hallo. Wir haben hier neue Mitarbeiter. Ich weiß leider gar nicht, was ich jetzt machen muss. Zwei. Mal. Hemd. Genau. Dann zahlt er Bar. Ich Zahlung. Das gut, oder? Zahlung. Das erste Mal. Bar. Ui. Und da ja. Ja, irgendwo musst du das Geld nehmen. Du hättest es in den Hosensack nehmen. Ach, ja. Dann kostet das 4,80 Franken. Dann kommt jetzt hier ein 20er Retour. Dem. Und der Franken auch noch, oder? Oder willst du den Franken ins Trinkgeld tun? Stimmt, ja. Das ist gut. Kaffeekasse für dich. Schau. Du, Kaffeekasse haben wir. Irgendwo, schau da. Dann nimmst du wieder raus. Das ist Quittung. Mit dem muss es abholen. Bis am Samstag wäre es fertig. Jetzt machen wir Schwierigkeitsstufe 2. Jetzt habe ich noch etwas zum Abholen. Ich bin begeistert. Ich flippe fast aus vor Freude. Ich sehe es. Wie ist der Name schon wieder? Scherer. Da drauf steht Schererich. Okay, Scherer. Grüezi. Der Chef tut sie gerne gerade bedienen. Immer zunderst. Ah, immer zunderst. Also, ich bin immer weg bei Sarah. Kommen. Ah, schon! Ja. Da haben ihr ein Tüchli drüber gelegt, ein nasses oder was? Nein, aber noch nicht ein Gewäschnis. Noch nicht ein Gewäschnis? Ja. Kann man da etwas retten? Jetzt fragen Sie da gerade Sarah, die weiss das sicher. Also, was ist das Problem?
Verfärbung. Ah, eine Verfärbung? Also, das ist überhaupt kein Problem. Wir bringen natürlich das schon so hin, dass es nachher überall rosa-rot ist. Zurückbringen und sagen, das ist überhaupt nicht das, was ich das wählen kann. Das ist ein Ramschladen. Ein Ramschladen, ja. Aber wenn es nicht rosa-rot ist, gut, das kann man natürlich nehmen. Aber die Chance ist wahrscheinlich nicht gross, dass es weggeht. Ja. Aber ich könnte es für 100 Franken probieren, was er macht. Schaffen ist anstrengend. He? Und haben noch kein einziges Hemd geglättet. So, jetzt sollten wir mal ein Hemd glätten. Jetzt gehen wir mal Hemd glätten. Ich bin Udo Kaboing. Ich weiss nicht, sollten wir mal schnell eins vormachen? Ja, mach schnell. Tun wir das her. Ja. Schön. Steep. Tun ich noch mal wieder ankommen. Siehst du? Ja, das zieht es jetzt her. Und dann legen wir das her. Tun wir wieder ein Steep machen. Kommt die Knopfleiste dafür. Können wir hier den einen Ärmel, den zweiten. Und dann geht es runter. Dann kann man sie noch etwas formen. Können wir hier zum Beispiel noch mal 10 Sekunden können wir es verlängern. Wir können hier auf und ab, individuell können wir auch noch sich am Hemd anpassen. Das ist einfach, gell? It's the simple things in life we take for granted, cause we trust. I just wanna gain your trust as well as me giving you mine. What's your sign? I'm an Aries, I'm a 90s baby Telly. I'll make sure to make some time for you, though my schedule may vary. Oh, oh. Ich habe hier noch nicht so eine wunderbare Routine. Aber ja, das. Das ist eine Nummer, die ich nicht entziffern kann. Frau Feller, schau dir mal, ob du es richtig machst. Ja. Es ist immer noch 700er. Und das schön drauf hängt. Ja, ja, so. He. Gut, das nächste ist wieder. Ist der Kommentar. Frage aber. Nein, ist gut, Bato. Ja, siehst du, ich auch okay. Jetzt fährst du mit dran, mich verwirren. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt weiss ich endlich, wie es geht. So, Sarah, wir haben jetzt die Hemmung gemacht. Du hast dich da gar nicht so aufgeführt, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Maschine hat zwar positiv oder negativ? Sehr positiv. Die Maschine hat zwar ein bisschen Angst gemacht. Ja, die hat mir Angst gemacht. Jetzt gehen wir auf Bern. Okay. Wir tun dort, wo wir vor allem die mit den weißen Zetteln die Hemmung annehmen, dort haben wir in der Regel etwa 1000 Hemmung pro Tag am Mittwoch. So, Sarah, jetzt sind wir zu Bern angekommen. Genau, da geht es jetzt gerade weiter. Wenn wir wieder den Flecken den Kampf ansagen. Wie ist das eigentlich? Bringt man jeden Fleck raus oder gibt es Flecken, wo man einfach nichts machen kann? Wir gehen davon aus, dass es drei verschiedene Fleckarten gibt. Das eine ist wasserlöslich, fettlöslich und unlöslich. Und die unlöslichen die sind für die Reiniger immer die schlimmsten. Und welche sind denn das? Fixierte Flecken oder Flecken auf falschen Stoffen, wo du nicht jegliche Produkte kannst brauchen und unter Umständen nachher den Fleck fort hast, aber einen Schaden am Stoff und da ist der Kunde auch nicht zufrieden. In was für einem Zustand ist das bisher schlimmste Kleidungsstück gewesen? Du musst sagen, also das ist jetzt du, das ist also teilweise grusig. Das sind verkotzte Kleider, wenn ich darf sagen, mit der Kotze drauf. Das sind verschissene Kleider mit dem Scheissdreck drin. Sicher nicht. Hat es alles schon gegeben. Ja, und wie können wir deine Kleider abgeben? Also, ich meine, ich das ist natürlich teilweise auch ein Fehler von der Ladentochter, die es vielleicht nicht anschaut. Oder sie sagen einfach, ja, sie sind ein bisschen leicht verschmutzt und bringen sie in den Plastiksack und verschwinden wieder. Hat es gegeben. Was ist jetzt der Unterschied und der Vorteil, wenn man Kleider zu euch bringt oder wenn man sie daheim wäscht? Also wir haben sicher die Möglichkeit, die Anwendung von Chemikalien oder Produkten oder Wasser irgendwie in einem umweltfreundlichen Rahmen zu brauchen.
Welches war der bisher außergewöhnlichste Kundenwunsch? Das ist, das weiss ich noch. Das ist, bin ich da in dem Laden, wo wir jetzt sind, ist eine Frau gekommen. Die hat gesagt, sie sei Brutführer, also wir müssen in einer Stunde müssen an die Hochzeit. Und sie hat das Kleid angezogen und hat vorher Nivea eingestrichen. Als sie in den Spiegel geschaut hat, hat sie überall Fettflecken gehabt. Oh oh. Und dann ist sie gekommen, ist sie da unten nachher, da im Negligé quasi, ist sie gestanden. Und ich habe oben ihr das Kleid gereinigt und sie ist dann auch zeitlich zum der Hochzeit gekommen. Weil so hat sie echt nicht rumlaufen können. Du erlebst sicher einen Haufen lustige Sachen. Eine ältere Frau hat einmal gefragt, ob wir einen Vorhang da haben. Dann habe ich gesagt, ja, auf diesen Namen. Und dann hat sie gesagt, oh, jetzt habe ich sie seit einem halben Jahr in einer anderen Reinigung reklamiert und hat schon mit dem Anwalt gesprochen darüber. Das geht lustiges Zeug. Auf der anderen Seite bleiben auch dahinter, wie man sieht, Hemmli liegen, oder? Das sind rund. Das sind solche, die liegen geblieben sind? Das sind etwa 500 Stück im Jahr. Ja, ich bediene mich dann einfach nachher. Du kannst ein paar haben. Es sind also sicher etwa 500 Hemmli, die nicht mehr abgeholt werden. Ja, super. So, dann würde ich dir gerne den Wunsch überreichen, wenn du einen Wunsch frei hättest. Welcher wäre das? Du wünschst dir eigentlich, dass es weiterhin so geht, wie es bei uns jetzt läuft, oder? Und ich denke, ich habe Nachfolger, die das weiter machen wollen, in meinem Sinn. Und das ist eigentlich mein grösster Wunsch. Der Junior wird es übernehmen? Der Junior wird das wahrscheinlich, nehme ich an, vielleicht sogar die Tochter, das wäre noch ein Wunsch, dass die auch noch schön, ja, etwas mitmacht. Dann. Aber die hat jetzt momentan mehr mit Kindern zu tun, die sie in die Welt setzt. Das muss ja auch sein. Das ist ja so. Und jetzt, was auch muss sein bei uns in der Sendung, ist natürlich, dass die Zuschauer Fragen an dich stellen können. Bist du bereit? Jawohl. Wie viel kostet eine Textilreinigung bei euch? Von preislich her sind wir an der unteren Limit. Wir schauen, dass wir gute, sehr gute Qualität machen können, zu günstigsten Preisen. Und einfach auf die Menge schauen. Auch. Wer sind eure Kunden? Das sind Singles, das sind solche Leute, die einfach auch auf die Pflege schauen, körperliche Kleiderpflege und immer adrett wollen, sich bewegen. Und auch lieber etwas anderes machen, als an ihren Kleidern rumbügeln und glätten. Welche Arbeit machst du am liebsten? Ich tue am liebsten Hosen glätten. Das habe ich immer gerne gemacht und tue das auch jetzt. Und jetzt denke ich, machen wir das und gehen rauf in Ansturm und glätten. Wird viel laufen, hast du gesagt. Ich hoffe es. Okay. In Bern tun wir ja die Hemmli annehmen, die wir hier in Kirchberg gemacht haben. Mhm. Und hier tun wir auch noch andere Reinigungen machen. Vor allem Textilreinigung, chemisch. Der Unterschied zwischen Waschen und Reinigen ist, dass die Faser, die Naturfaser, im Reinigen nicht quillt. Da haben wir jetzt die dunkle. Jetzt muss ich da reinlängen, in die Säcke, oder was? Da muss ich die Säcke reinlängen, ja. Es ist vor allem darum, dass man keine Kugelscheiben drin hat, weil wenn Kugelscheiben drin sind, das kann unter Umständen rechte Probleme geben. Okay, alles klar. Oh, Krawatten auch? Das ist auch ein Teil, aber das ist eine helle, die tun wir nicht. Die kannst du noch ein bisschen anlegen, ja. Ich weiss immer noch nicht, wie man die bindet. Schau, das ist jetzt etwas Ekliges, siehst du? Ja. Diese Nasenbluten. Oh, da ist Geld. Oh nein, nur ein Knopf und ein Papierchen. So. Das ist Programm 12, das wäre schon gerade eingestellt. Also das kann man individuell kann man da hin und her. Oder? Okay, das kann ich nur noch aber starten. Aber jetzt kannst du nur noch starten. Jetzt kommt das Lösungsmittel, siehst du? Das ist wie Benzin. Wieso ist denn nachher Trockenkleidung? Weil es wieder trocknet. Aha. Das ist wie ein Tumbler auch drin. Aber es ist schon eine Art wie Wasser. Einfach ist das es ist ein Lösungsmittel. Es ist ein Lösungsmittel. Ja, eben. Ich habe gedacht, organisches Lösungsmittel. Sein, dass das gar nichts nass wird. Aber was machen wir jetzt hier? Jetzt tun wir eine Hose glätten. Also das ist jetzt eigentlich nach der Reinigung tun wir glätten. Also hier auf diesen sogenannten Kaltbügeltischen tun wir Kaltbügeln. Das heisst, wir haben eigentlich nur Dampf über das Bügeleisen. Jetzt tun wir den Oberteil mit Gebläse, wie wir auch in Kirchberg ja gesehen haben. Jetzt kann ich das mal probieren selber, oder zeigst du alles? Du, ich weiß nicht, ich zeige das gleich mal schnell. Nein, ich kann es einfach recht gut. Also, dann probier. Und dann tun wir so ein Bügeleisen in die Hand nehmen. Nicht wie eine Mimose, sondern packt es richtig und da. Hast du mich gerade als Mimose bezeichnet? Also, ich habe mir jetzt gerade gedacht, du hast, dass das macht dir nicht weh. Das so! All I ever wanted was to love you.
ist heiß Tanz. Ja, das ist heiß. Ja, das ist nur heiß. Ah, mit Händen. Hast du die brennt? Nein. Schade. Ich bin doch keine Mimose. Ja. Und hier haben wir den Fall A, wo wir jetzt aber nicht mehr so genau sehen. Das kommt schon nicht mehr gut. Doch, das kommt einfach super. Schau, das A, siehst du da? Schau, schau, schau. Immer den Faltner, nicht keine Nasentücher glätten. All I ever needed was for you to take the pain away. Jetzt nimmst du. Und hast du nicht das Gefühl, dass mit meiner Glätttechnik das auch geht? Nein, wir tun keine Nasentücher glätten, wir tun eine Hose glätten. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Nasentücher glätten. Ja, gut. Aber Hosen auch nicht. Aber schau, die Hose ist super jetzt. Schau. Ja, vor allem der Seitenfalte. Das ist, also meine, das ist legendär schön. Das gibt eben am Po eine neue Form. Wenn wir es ausglätten? Ja, ich glaube. Musst du das da über das Ding nehmen? Ja. Wird hinten! Gratis Sauna. So, sind fertig. Einige Wasser ist nicht perfekt. Dann Bügel. Und dann hängst du die auf. Für heute, hey. Und dann nachher lassen wir die auf die Leute los. He? Jetzt eine gute Bedienung heute. Oh ja. Super. Ja. Wie viel Zeit haben Sie? Das sind Bläser. He? Zwei Vesto. Ah, Vesto. Hemli. 10 mal. Hemd? Hemd. Jetzt muss ich die auch noch machen und dann kommt schon der nächste. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Sehr gut. 9 Hemli. 4, 5. 26 Franken 10. Und wie macht das? Bar. Bar mit Kreditkarte, mit Wir, mit Gutschein, mit Bar. Ich finde es schon ein bisschen eklig, dass man da muss die dreckigen Kleider immer so, so das ist halt, anlängen muss. Man. Aber jetzt, wenn du nichts gegessen hast, kannst du ein bisschen an den Finger schlecken. Bäh, das ist so eine Säule. Zum Abholen? Ja. Was muss ich jetzt suchen? Das ist unten. Du musst bei den Hemden schauen, nicht bei den Kleid. Aha, oh. Was hast du gefunden? Hast du gefunden? 6 müssten es sein. Und das sind 5. Wir haben es leider nicht mehr, lieber Herr. Wir haben es leider verloren. Was ist das? Ein Tischtuch. Ein Tischtuch? Chef? Janik? Zweiter Chef? Also, schau, ich würde sagen, ihr löst diesen komplizierten Fall. Ja. Und für euch gibt es etwas zum Gewinnen. Nein, es geht weiter. Nein, es geht Wettbewerb. Du hast keinen Bock, mit deinen Freunden in ein normales Restaurant zu gehen und mit Messer und Gabel zu essen? Dann haben wir heute genau den richtigen Wettbewerbspreis für dich. Wir verlosen 2 Gutscheine für je 4 Personen im Gesamtwert von 400 Franken für die Pirates in Hinwil und St. Margrethe. Verschling Piratenköstlichkeiten wie Spiess mit Rind oder Crevetten, Chicken Nuggets, Country Cuts und vielem mehr mit bloßen Händen direkt ab dem langen Holzbrett. Wir verwandeln dich in einen Pirat, wenn du uns diese Frage kannst beantworten kannst. Welches Kleidungsstück bringt mir in die Reinigung? Sarah A. Turnschuhe, Sarah B. Hemd. Schick uns deine Lösung Sarah A. oder Sarah B. mit deiner Adresse per SMS auf Nummer 880. Oder ruf uns an auf Nummer 0901 77 1234. Du kannst uns auch eine Postkarte schicken an die eingeblendete Adresse. Sarah Macht's Team wünscht dir viel Glück. So, jetzt haben wir einen Tag lang mit dir bügelt. Du hast das super gemacht. So bist du zufrieden? Hemli, da hatte ich teilweise das Gefühl, dass ich Angst vor der Maschine hatte. Ja, das ist auch das andere, das ist gut gegangen. Die Hosenglätten müssen wir auch noch ein bisschen üben. Gut, ja, da habe ich gedacht, ja, da kann ich dich nicht lang. Da müssen wir schon noch. Das wäre ja auch zu viel verlangt, am gleichen Tag zu gleichen. Ja. Aber ja, das würdest du auch noch herbringen. Ja. Und sonst Maschinen entladen und Kunden bedienen, das ist erstklasse. Ja, das würde ich darstellen. Aber was sagen, es ist streng, bei euch zu arbeiten. Gell? Ah, das ist meine Wäsche. Ein Teil davon. Ja, wenigstens. Das andere kommst du morgen. Also, dann komme ich morgen wieder bei mir. Ja, und vielleicht ist da etwas auch noch nicht fertig, dann kommst du noch mal. Ja, das ist gut. Du, jetzt sehen wir uns immer und immer und immer und immer wieder. Und immer und immer wieder, genau.
Das war es für heute. Ich würde mich aber natürlich freuen, wenn ich euch auch heute in einer Woche hier auf diesem Sender wieder begrüssen darf. Und wer mich in der Zwischenzeit mal antreffen möchte, der klickt am besten ganz einfach mal auf meine Facebook-Seite. Habt eine gute Zeit und tschüss! In der nächsten Folge bringt Sarah Macht das Licht ins Dunkle. Unsere Moderatorin muss auf einem Dach eine Solaranlage montieren. Sarah Macht ist dir präsentiert worden von digisol.ch, der Webagentur für innovatives Webdesign, und Gradwohl Automobil in Esselbach, der starke Partner für Kia.